Und wir fragen nach bei Nadine Lindner, meiner Kollegin vom Deutschlandfunk. Frau Lindner, offenbar hat man sich beeilt beim Auszählen der Stimmen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung liegt vor. Wer hat denn das Rennen nun gemacht? Ja, also seit ein paar Minuten, seit ungefähr 15 Minuten liegt das Ergebnis vor. Es steht fest und das ist auch relativ deutlich zu sehen, dass sich Alice Weidel und Tino Chrupalla durchgesetzt haben als Spitzenkandidierende für diesen Wahlkampf. Sie konnten von denjenigen Mitgliedern, die sich aus der AfD beteiligt haben, über 71% auf sich vereinen. Auf das andere Team, Joanna Kotar und Joachim Wundrak, waren es nur 27%. Allerdings gibt es einige interessante sozusagen Parameter, die man sich dabei noch anschauen kann, auch wenn man sagen kann, 71% ist für AfD-Verhältnisse ein relativ klares Ergebnis. Es gibt eine Zahl, die doch auch spannend bleibt, und zwar, das ist die Zahl der Wahlbeteiligung. Nur 48% der Parteimitglieder der AfD, das waren etwas über 30.000, die mit abstimmen durften, haben tatsächlich auch teilgenommen. Also das heißt, dass diese Richtungsentscheidung, in dem im Vorbeitrag die Rede war und auf die man ja auch gehofft hat, auch diese große Rückendeckung, sehe ich angesichts dieser geringen Wahlbeteiligung dann doch nicht so gegeben. Wie erklären Sie sich denn diese geringe Wahlbeteiligung und wie hart oder schmutzig lief denn der Machtkampf der möglichen Spitzenduos hinter den Kulissen? Ja, da gibt es mehrere Erklärungsansätze. Zum einen muss man sagen, dass diese internen Mitgliederbefragungen, die letzte gab es ja, um diese Urwahl überhaupt durchführen zu können, da hat sich nur etwa ein Viertel der Beteiligten oder ein Viertel der wahlberechtigten AfD-Mitglieder dann auch beteiligt. Dass das nicht so ist, dass das große Begeisterungsstürme hervorruft. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige mit dem Duo Weidel-Chrupalla nicht 100% glücklich sind, auch wenn sie das deutlich bekanntere Duo sind als Fraktionschefin Alice Weidel, als Parteichef Tino Chrupalla, aber es gibt auch deutliche interne Kritik an Alice Weidel, an ihrem Führungsstil, an ihrer Spendenaffäre, an dem wirklich mittelmäßigen, wenn nicht sogar schlechten Landtagswahlergebnis in dem von ihr geführten Landesverband in Baden-Württemberg und bei Tino Chrupalla, dass er als Parteichef einfach auch inhaltlich blass bleibt und dass sich dort einige dann eben nicht für das andere Duo Kotar-Wundrak entschieden haben, sondern mehr oder minder stichenergreifend zu Hause geblieben sind. Ich finde das durchaus erstaunlich, weil die AfD in ihrer Selbstwahrnehmung der Partei ist, die Basisdemokratie immer wieder nach vorne stellt, zum Beispiel jetzt im neuen Wahlprogramm Volksabstimmungen, zum Beispiel nach Schweizer Vorbild, dann auch einfordert, dass quasi zur DNA der AfD auch zählt. Und dann aber, wenn es selber darum geht, diese Abstimmung durchzuführen, dann nicht so, naja, lapidar gesagt, aus den Hufen kommt. Und man muss auch sagen, die innerparteiliche Mobilisierung hat nicht so richtig stattgefunden. Es gab kein gemeinsames Duell, wo beide Kandidatenpaare mal gegeneinander angetreten sind, sondern es gab so kleinere Online-Runden, wo dann aber nur jedes Kandidatenpaar einzeln für sich befragt wurde. Und es gab im Vorfeld auch Rempeleien, Schienbeintritte, unter anderem von Stefan Brandner, dem Abgeordneten aus Thüringen, der dann getwittert hatte, Mensch, mit Alice Weidel und Tino Chrupalla gibt es doch zwei Top-Leute und die beiden anderen Konkurrenten sollten doch bitte im Sinne der Einheit der Partei ihre Kandidatur zurückziehen oder, wie Zeit Online es berichtet hatte, eine Wahlempfehlung in ostdeutschen Landesverbänden basierend auf den Mitgliederdatenbanken, was dann von einigen als betreutes Wählen wie zu DDR-Zeiten dann auch empfunden wurde. Also hier sieht man unter der Oberfläche doch durchaus große Konflikte und Konfliktpotenziale noch wabern. Ja, und warum ist es denn überhaupt nicht gelungen, ein gemeinsames, strömungsübergreifendes Team auf die Beine zu stellen? Also so eine Art Kompromisslösung. Naja, das war das große Ziel. Also wenn man sich noch mal erinnert an den AfD-Bundesparteitag Anfang April in Dresden, dort hat sich Jörg Meuthen, Co-Parteichef, ganz klar für diese Lösung ausgesprochen. Er hat gesagt, wir sollten mit Tino Chrupalla als Vertreter der Ostlandesverbände und Joanna Kotar, die Bundestagsabgeordnete aus Hessen ist und dort sozusagen repräsentativ für die westdeutschen Landesverbände stehen sollte und für den Teil der AfD, der sich selber als gemäßigt begreift, die beiden sollten zusammen antreten. Da hat sich Jörg Meuthen auch selber so ein bisschen ein Bein gestellt, weil er dann nämlich durchgesetzt hat, dass es diese Urwahl geben wird. Und dann war es so, wie man auch im Vorbericht gesehen hat, es gab diese Gespräche zwischen Chrupalla und Kotar. Joanna Kotar hat bei Chrupalla dafür geworben, gemeinsam anzutreten. Und Chrupalla hat sich dann dagegen entschieden, ist dann mit Weidel angetreten, die vorher lange taktiert und gezögert hatte und dann ja erst in der
Sendung Markus Lanz Anfang Mai dann öffentlichkeitswirksam vor gut 2 Millionen TV-Zuschauerinnen und Zuschauern dann ihre Kandidatur bekannt gegeben hat. Also da lief hinter den Kulissen noch einiges ab. Und mein Eindruck ist, obwohl die Beteiligten das von sich weisen, dass das durchaus zur Spaltung der Partei beiträgt. Und es wird auch so sein, dass im Herbst ist der nächste Bundesparteitag, dort wird der nächste Bundesvorstand gewählt, dass dann in Anführungszeichen noch abgerechnet wird. Wie sehr wird das die AfD schwächen, wenn sie so gespalten oder gespaltener denn je in diesen Bundestagswahlkampf jetzt ziehen wird? Ja, das muss sich zeigen. Bislang ist es ja so, wenn man sich zumindest den Bundestrend anschaut, da liegt die AfD jetzt schon länger bei 10, sogar 11%. Zur Erinnerung, 2017 ist sie mit 12,6% in den Bundestag eingezogen. Sie hat also gute Chancen, dieses Ergebnis wieder zu bekommen, aber eventuell nicht weiter zu wachsen. Und wer Alice Weidel aus verschiedenen Fernsehauftritten kennt, weiß, sie ist rhetorisch begabt und sie hat auch die Fähigkeit, diese interne Kritik, die es an ihr geht, dann relativ an sich abgleiten zu lassen und dann den Angriff auf den politischen Gegner zu konzentrieren. Und dass die AfD diese Fähigkeit hat, so einen funktionalen Parteifrieden zu schaffen und in diesen Wahlkampfmodus zu gehen, das hat sie schon öfter bewiesen. Möglicherweise wird man jetzt bis Ende September einen Burgfrieden erleben, der dann aber möglicherweise nach der Bundestagswahl dann mit voller Härte wieder ausbricht. Die Analyse von Nadine Lindner. Vielen Dank dafür. Ja, Grüße nach Bonn.